Herzlich willkommen zurück zu Splatoon im Multiplayer. Wir spielen heute mit dem Schwapper, habe ich gerade so spontan entschieden. Ich musste auch mal meine Kleidung anpassen, muss ich gestehen. Wir machen aber nur den Standardkampf. Ja, würde ich mal sagen. Ja, Operation Goldfisch im letzten Part war nicht so geil. Vielleicht bin ich mit dem Eimer besser. Könnt ihr, mit Eimer kann ich mir auch gut vorstellen. Dass man da gut rocken kann. Man kann ja eigentlich mit jeder Waffe gut rocken. Man hört ja auch immer, dass die Airbrush, die goldene Airbrush total OP wäre. Oder der Roller OP wäre. Das ist Quatsch, die haben alle ihre Nachteile. Obwohl die Airbrush, ja doch, sie hat nicht so die Reichweite. Da muss man den Gegner echt aus Entfernung ausschalten. Deswegen, ja, die Airbrush ist schon eine der Waffen, die besser für Anfänger geeignet ist. Sagen wir es mal so. Also ich würde die aber schon als Anfängerwaffe betiteln, weil damit, mit der kommt jeder klar. Das ist eine total krasse Waffe. Die geht auch vielen dann auf den Sack, weil viele die benutzen. Das ist ein Eimer-Typ. Ups. Den Sprung wollte er mir nicht gönnen jetzt irgendwie. Keine Ahnung warum. Natürlich. Du mich auch. Warte, den hole ich mir. Danke. Oh, warte, da ist einer hingesprungen, oder? Da konnte ich nichts machen. Und der Typ tut mir leid. Das tut mir leid, dass da jetzt einer hingesprungen ist und dank mir gestorben ist. Aber ich wollte irgendwie meine Special zünden, aber ich kam da nicht weg und dann waren da zwei. Einen hätte ich vielleicht noch geschafft, aber zwei war so eine Sache. So, dann eimern wir hier mal ein bisschen rum. Ah, keine Tinte. Das ist natürlich der Nachteil am Eimer, dass der verdammt schnell seine Tinte verballert. Das ist immer noch die doofe Dekaban-Station, die ich immer noch nicht mag. Ich mag die echt nicht. Ich fand die alte besser, muss ich gestehen. Viele haben die alte gehasst. Ich fand die alte gut. Ich weiß nicht, was ihr alle gegen die alte habt. So. Ja, ich habe einen erledigt. Nice Sereno. Empfinelm auf. Big D. So. Was habe ich eigentlich für... Ach, die. Komm mir zu Hilfe. Komm mir zu Hilfe. Ach komm, den habe ich doch voll den Eimer ins Gesicht gehalten. Ja, und nicht mal der Sniper hat mich gekillt, sondern Big D. Wir verlieren gerade. Muss ich leider gestehen. Oh fuck, ich bin gerade zu einem hingesprungen. Oder wollte zu einem hinsprungen. Und in der Sekunde ist er gestorben. Warte mal. Was ist hier los? Oh, warum verreckt ihr alle? Haha. Ach was, ey. Komm. Voll auf mich abgesehen. Ach, Leute. Ich habe heute auch keine guten Teams. Ich schieb das mal mit auf die Teams. Nee, nee, sehen wir ja dann im Ranking. Ich glaube, ich war nicht so gut, aber ich habe auch keine guten Teams irgendwie. Keine guten Lobbys heute. Oh. Komm schon, einen wenigstens. Dankeschön. Gott, einen habe ich erwischt. Ja, das haben wir trotzdem verloren. Ja, das ist aber knapp, glaube ich. Nee, nicht mal so knapp. Na gut, die Mitte ist mehr grün. Vom MG-Typen, von dem Splatling-Typen, habe ich nichts gesehen. Nix. 4-4. Kann ich mit leben. Ich möchte noch eine Eimerrunde machen. Möchte ich noch eine Eimerrunde? Nee, ich möchte keine Eimerrunde machen. Mir gefällt die Lobby ja auch nicht. Deswegen, es ist eine geile Lobby gewesen, wäre ich gesagt, Eimer machen wir nochmal. Aber, na, hat mir nicht so gefallen. Soll ich mal den Fernblaster nehmen? Wie schießt denn der? Den habe ich noch nie benutzt. Ist das der, der sofort explodiert? Man braucht trotzdem zwei Schuss, oder? Oh, nee, doch nicht. Oh. Oh, da muss ich aber genau treffen mit. Wie schnell schießt der so allgemein? Mega langsam.
Lass mal testen. Ich habe die noch nie benutzt, glaube ich. Was haben wir denn noch am Blaster? Der Fernblaster? Welchen Blaster gibt es noch? Das war doch ein Deko-Blaster, den ich da jetzt hatte. Da, der Blaster ist eh... Der hat aber Kack-Subs. Nehme ich die. Ja, nehmen wir den mal. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt wegen meinem Angriff so viel Damage macht. Ich glaube nicht. Ich glaube, der macht allgemein One-Hit, One-Kill. Versuchen wir es mal. Ich habe ja nichts zu verlieren im Standardkampf. Ich habe die noch nie benutzt, auf jeden Fall. Oder ich habe sie mal ausprobiert und für schlecht befunden. Aber man muss ja alles mal ausprobiert haben. Alles klar. Mir sind die Lobbys schnell vor im Standardkampf. Ranked dauert das immer so lang. Weil die die Ränge dann immer abgleichen. Und also das mit den Rängen abgleichen ist jetzt viel krasser. Also man kommt wirklich mit B-Leuten zusammen. So, jetzt bin ich ja gespannt. Ich meine, ich mache voll langsam meine Farbe hier rum. Und ich werde überhaupt nichts färben. Aber ich werde killen. Ich werde töten. So. Ich werde töten. Und zwar diesen Pinselmann. Wo ist der hin? Da war er. LOL. Ach, Mann. Ich schieße einmal irgendwo hin. Und dann war er da. Oh, den Schaden hat er aber wegen mir gehabt, ne? Da ist übrigens ein Spawner. Der kommt da gleich wieder hin, Leute. Wo will ich eigentlich hin? Ich muss hier erstmal färben. So. Natürlich schön, dass er den Weg so mitfärbt, der Schuss. So. Guck mal, was auf der anderen Seite abgeht. Da ist nämlich ein Gegner Reno. Danke, Rollertyp. Du hast mir gerade den Arsch gerettet, weil ich daneben geschossen habe. Komm schon! Ah, getroffen. Haha, du warst markiert, du Vogel. Was denkst du dir denn, ey? Oh. Okay, Moment. Oh, oh, oh. So. Ah, nein! Oh Gott, er hat mich verpasst. Bin grad noch ein bisschen verpeilt hier. Wo ist der hin? Oh fuck, das war dumm jetzt. Ah, egal. Feines. Und er sieht mich nicht mal. Ja, sieht mich. Scheiße. Und so was. Ah, haha, er ist runtergefallen. Ja, der hat den Vorteil halt mit dem, wenn ich einmal daneben schieße, ist das nicht gut. Wir verlieren noch hart, weil ich nicht färbe. Und, okay. Wir haben alle markiert, alle Feinde. Das könnte was werden. Mit der Waffe muss ich halt killen. Mit der Waffe färben ist nicht so geil. Oh, nice. Haha. Das ist gut. Wenn die markiert sind, ist das super. Dann sehe ich die immer. Egal, wie viel Farbe die gerade rumschleudern. Nein, lauft nicht in die Falle. So. Ich färbe mal hier ein bisschen. Oh, Gegner Reno. Ausweichen. Ach, shit, Mann. Ja, ich kann halt nicht ausweichen. Wenn die mich einmal treffen, bist du so langsam. Nee, wir verlieren die Runde. Ich lege auch zu viel auf Killen mit der Waffe. Aber ich werde es überleben. Komm, den kriegen wir noch. Natürlich hast du ein Schild. Ah. Wieso wartet man auch in der letzten Sekunde noch auf sein Schild? Warum? Oh Mann. Ach Leute. Leute. Nichts gerissen in der Runde, weil ich die neuen Waffen ausprobiere. Wenigstens versuche ich's. Ah. Okay. Versuchen wir es nochmal mit der Waffe. Vielleicht kommen wir jetzt auf die andere Map. Ich weiß gar nicht, welche waren noch in der Rotation. Ach ja, die Dekarbahn-Station. Ja. Ach, die Hanyu. Hallo, Hanyu. Ich glaube, du hast mir auf Twitter auch gerade, ist mir gerade eine Einblendung ins Gesicht gesprungen, die ihr hoffentlich nicht gesehen habt in der Aufnahme. Dass, ich hoffentlich nicht aufnehme. Doch, ich nehme auf. Hallo. Du
Du bist jetzt in einem Video und siehst, wie ich fail, live. Mit der anderen Blas, mit dieser komischen Blasterwaffe, die ich überhaupt nicht kann. Und sie hat wahrscheinlich... Ach, sie ist nicht mal in meinem Team. Oh, sie hat die Platsche, okay. So. Attacke. Ziel der Runde, einmal Hanyu killen. So. Habe ich wenigstens Ziel für die Runde. Und wenn ich das erreicht habe, bin ich zufrieden. Wahrscheinlich wird das nicht passieren mit der Waffe. Weil ich scheiße bin mit ihr. Weil die mega langsam ist und verdammt viel Tinte verbraucht. Hier kommt schon... Da läuft sie. Hab sie gesehen. Das Sniper Arena. Oh, da habe ich nochmal Angst gemacht, glaube ich. Oh, was? Dieses Sniper, weißt du, du bist um die Ecke und er kriegt dich trotzdem. Das sind diese Sniper-Pings bei Japanern. Ich hasse sie. Ich war da wohl schon lange um die Ecke rum. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Tinte so weit spritzt, dass die mich kriegen. Das kannst du mir nicht erzählen. Das sieht nicht gut aus gerade. Ich werde mal hier. So, dann sieht das... Ist das ein Gegner? Ne, ist von uns. Okay. Krass, hier... Oh, der Sniper ist wieder nicht. Alter, du gehst mir so auf den Sack, Sniper. Ich bin um die Ecke. Weh, du ziehst mich wieder. Der Sniper geht mir auf die Nüsse. Können wir den mal eben killen? Mal eben? Ich sehe immer seinen... Ich sehe immer seinen Laser. Ist das vom Gegner? Oh Gott. Da müsste der Sniper irgendwo sein. Da oben ist er. Nein. Oh Gott. Habe ich einmal daneben geschossen. John Cena hat mich getötet. Jawohl. Hey, was soll das hier? Ohne Mist. Ist das euer Ernst, Alter? Stand der jetzt hier auf... Der muss hier... Ja, da ist er doch. Das ist Hanyu, oder? Nee, ist nicht Hanyu. Schade. Auf jeden Fall festgenagelt vorher. Oh, es schwankt gerade, wer gewinnt und wer nicht. Ach Mann, dieser eine Schuss, den du nicht verfehlen darfst mit der Waffe. Das stelle ich mir mit Bewegungssteuerung übrigens noch schlimmer vor bei der Knarre. Gott. So schlimm mit der Waffe. Aber die ist auch... Also gibt es Leute... Also ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. In Zuschauerinteraktion. Ob ihr Leute kennt oder selbst so Leute seid, die benutzen. Also wirklich benutzen. So Pro-mäßig, so richtig. Ich benutze jetzt und ich kann die gut und damit hole ich die Kills. Da ist Hanyu, komm. Yes! Ziel erreicht! Das ist mir sogar egal, dass ich die Runde verloren habe. Oh Mann. Ach Mann. Der Kill musste sein. Das ist, glaube ich, mein einziger. Ne, zwei habe ich gemacht. Okay, Fazit. Die Blaster ist gar nicht mal so gut. Ne? Ja, ich wechsle mal schnell die Waffe. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.